Ich erkläre euch in diesem Video, wie man einen offiziellen Brief schreibt. Beim offiziellen Brief beginnt man mit dem Absender. Also ich schreibe den Brief, also schreibe ich hier meine Daten. Vor- und Nachname, in die nächste Zeile die Straße und die Nummer und in die nächste Zeile Postleitzahl und Ort. Danach, wenn ihr eine Zeile freigelassen habt, schreibt man den Empfänger oder die Empfängerin. Wir schreiben jetzt hier zum Beispiel an unsere Frau Direktorin Doris Eigner. In die nächste Zeile wieder die Straße, Postleitzahl und wieder Zeile freilassen und es folgt Ort und Datum. Gleich wie beim persönlichen Brief wieder rechtsbündig schreiben. Ort, Beistrich und das heutige Datum. Wir springen wieder nach links und es folgt der Betreff. Der Betreff sagt aus, worum es in diesem Schreiben geht. Beispiel Absage Projektwoche. Und ihr könnt bereits erkennen, dass ich den Betreff fettgedruckt geschrieben habe. Bitte immer fettgedruckt oder unterstreichen. Danach kommt die Anrede. Wir schreiben an unsere Frau Direktorin Eigner, das heißt sehr geehrte Frau Direktorin Eigner. Am Ende folgt wieder ein Rufzeichen. Als nächstes kommt der erste Absatz, der beinhaltet den Grund des Schreibens. Also ich schreibe Ihnen, weil, und ihr könnt bereits erkennen, dass ich das Pronomen groß geschrieben habe. Ihnen. Erwachsene, die ihr nicht näher kennt, mit denen ihr nicht verwandt seid, sprecht ihr mit sie an. Und im Brief schreibt man die Pronomen der höflichen Anrede immer groß. Also erster Absatz, Grund des Schreibens. Nach dem ersten Absatz bitte wieder unbedingt eine Zeile freilassen und dann kommen wir zum Hauptteil des Briefes, wo ihr alle Vorhaben, Erklärungen, Meinungen und so weiter verfasst. Hier könnt ihr natürlich auch nach jedem Gedanken eine Zeile freilassen. Wenn ihr mit diesem Teil des Briefes fertig seid, folgt der dritte Absatz, die Schlussformulierung. In meinem Fall könnte man schreiben, ich hoffe, dass Sie, wieder großgeschrieben, Ihre, auch großgeschrieben, Meinung noch einmal ändern und hoffe auf eine positive Antwort. Dritter Absatz, also die Schlussformulierung. Und jetzt beenden wir unseren Brief mit der Grußformel beim offiziellen Brief mit freundlichen Grüßen und die Unterschrift. Die Unterschrift sollte man für gewöhnlich handschriftlich und leserlich schreiben. In unserem Fall, weil wir jetzt hier am Computer arbeiten, kann man es ruhig mit dem Computer schreiben. Ich wiederhole noch einmal, der Brief beginnt mit dem Absender, gefolgt vom Empfänger, Ort und Datum wieder rechtsbündig. Danach folgt der Betreff, der fettgedruckt oder unterstrichen gehört, die Anrede mit dem Rufzeichen am Ende. Danach folgt der Brief, der mit dem ersten Absatz beginnt,
Mit dem Grund des Schreibens. Danach folgen alle Vorhaben, Erklärungen, Meinungen, je nachdem, um welchen Brief es sich handelt. Und der dritte Absatz, im dritten Absatz schreibt man die Schlussformulierung. Bitte dazwischen immer einen Absatz machen, Zeilen freilassen. Und beendet wird der Brief mit der Grußformel, mit freundlichen Grüßen und mit der Unterschrift.